Auch im Ponyspringlager gibt es einen hochinteressanten Neuzugang zu vermelden. Da haben wir ihm ins Auge geschaut, diesem Buckskin mit Namen Nierenleid. 2019 geboren bei der Zuchtgemeinschaft Gärtner und Pilarski aus Hasefeld in Niedersachsen. Sie sind noch immer Besitzer dieses Siegerhengstes im springbetonten Teil der Körung beim Ponyverband Hannover in Verden im vergangenen Winter. Hengst auch mit interessanter Genetik. Vater ist Necromancer in the Dark, selbst siegreich gewesen in Springpferdeprüfungen, selbst dann auch noch im Dressurviereck bis zur Klasse S 2 Sterne platziert, aber definitiv einer, der hier seinem Sohn auch viel, viel Springvermögen und Qualität mit auf den Weg gegeben hat. Colin Hackert hat Platz genommen im Sattel und macht auch eine gute Figur im Ponysattel. Wir wollen noch kurz über die Mutter sprechen. Sie heißt Mira, stammt ab von Maverick und Bavarotti. Und gerade dieser Maverick, der ist hier in Neustadt ja kein Unbekannter, denn mit der gebürtigen Neustädterin Laura Stremel war er mehrfach siegreich in der Klasse M und auch international im Ponysport erfolgreich. Der Neonlight ist ja bereits vierjährig, Ende des Jahres erst gekört worden, war auch noch relativ wenig geritten, als er jetzt zu uns gekommen ist, und hat aber ganz schnell seine Aufgabe verstanden, macht schon ganz schnell einen sehr guten Job unterm Sattel, ganz einfach zu reiten, hohe Rittigkeitswerte, und das ist ja auch das, was für den Ponysport am Ende wichtig ist, dass die Ponys sich auch einfach bedienen lassen, dass auch Kinder und Amateure, die gut reiten können und man nicht unbedingt einen Profi im Sattel braucht.